Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder am Start seid zum neuen Video. Heute bei dem wohl berühmtesten Döner aktuell, der auf TikTok viral gegangen ist, der überall viral gegangen ist. Der Döner mit viel Liebe, der Döner, der absolut gerade alles abreißen soll. Saddys Döner. Und ihr kriegt heute meine professionelle Meinung, ob der wirklich auch geil schmeckt. Es wird auch ein Standard-Ranking jetzt geben, da werde ich auch diesen Döner einranken. Aber ist der Döner Standard-Standard oder ist er Standard- oder Premium-Standard? Wenn wir jetzt erfahren, wir ballern da jetzt direkt hin und dann gucken wir mal, was der Döner macht. Wir sind gleich da, Leute. Vor so Leuten habe ich immer höchsten Respekt, Mann. Er baut einen Hund? Nee, egal, doch. Hallo. Wow. Sieht gut aus. Dankeschön. Bitteschön. Wie lange hast du gebraucht, sei ehrlich? Den ganzen Tag, ne? Das hätte ich nicht so hinbekommen. Nee, jetzt so rechne, da ist schon eine Herausforderung, ja. Kannst du nächstes Mal Scholz bauen hier? Er hat dich umgetreten. Ja. Genau. Ja, der hat da abgesägt. Schönen Tag dir noch, ne? So, da ist der kleine Saddy. Mir ist es gar nicht so ganz bewusst geworden, aber das ist ein mega kleiner Laden. Ganz klein. Ich habe gerade geguckt, du kriegst auch vor, niemand erreicht. Ich glaube, der Saddy selber ist nicht da. Aber ja, es ist zumindest jemand da, der uns den Döner machen wird. Und dann gucken wir mal. Irgendwas war Curry, Schaf und Knoblauch. Soll wohl reinhauen. Und dann ballern wir uns genau diesen Döner rein. Dann soll es wohl auch Vollkorn geben, nicht Vollkorn. Ich glaube, ich nehme auf klassisch nicht Vollkorn. Und ja, blenden wir mal ein paar Szenen schon mal ein. Ein, zwei Worte, ganz wichtig. Ihr wisst, was mir beim Döner wichtig ist inzwischen. Es ist Qualität und es ist Selfmade. Ein Döner muss Herz und Leidenschaft haben. Das Problem bei dieser Bewertung ist einfach, dass viele Döner von vornherein auf jeden Fall komplett durchs Raster fallen. Das heißt, so ein Döner wie heute, wo wir hinfahren, der ist Standard. Und ich möchte nicht mehr zu solchen Dönern hinfahren, wo ich vorher weiß, ich werde den nicht gut bewerten. Das ist für den Gastronomen scheiße und das ist für die Scheiße von euch, die einfach Standard lieben. Denn Standard, und da muss ich vielen von euch recht geben, schmeckt manchmal einfach heftig geil. Und deshalb möchte ich fortan ein bisschen objektiv an die ganze Sache rangehen und für diese Standarddöner, die es für mich nicht in mein Ranking schaffen, ein Standard-Ranking einführen. Dass ich einfach mal mich hineinversetze, wenn mir meine Sachen wie Quali und so das ein bisschen ausblenden, einfach nur Geschmack und dafür gibt es für euch ein Standard-Ranking. Habe ich auch mal spaßeshalber eine Top 10 oder fast Top 10 eingeführt. Seht ihr am Ende des Videos und dieser Döner wird auch nach Standardkriterien bewertet. Viel Spaß beim Video. Ich gehe nochmal eben hier für kleine Hollis. Ganz normal stellen wir uns jetzt an, wie sich das gehört. Ich muss ja gar nicht schreien, wenn ich von hinten. Ich habe ja jetzt ein Ansteckmikro. Ich fange schon wieder an zu schreien, wenn ich von hinten mache. Oh, ich bin frisch angezogen, mit T-Shirt hier, aber ich habe heute kalt geduscht. Ich sag's euch, ich weiß nicht, was ich schon mehr für Scheiße da war. Also meine Diagnose vor, Leute, sage ich so, wie es ist, ist mein Lieblingsspruch. Ich glaube nicht, dass der Special sein wird. Ich glaube, das wird ein ganz normaler Berliner Döner sein, der seinen Hype dadurch bekommt. Meine Diagnose einfach nur, dass da ein geiler Typ steht, der mit Leidenschaft dabei ist und der vielleicht aber einen gewissen kleinen Abstand schafft, dadurch, dass er das Ding wirklich mit Liebe macht. Das schmeckt man wirklich im Döner. Er ist jetzt nicht da, ist natürlich schwer jetzt zu sagen, aber ich glaube, so wie ich den Döner kriegen werde. Ich weiß es nicht, Mann. Wir werden es gleich sehen. Schön akkurat hier alles aufgeschichtet. Alter, das sieht hier spitz aus. Macht ihr gut hier mit dem Salat. Sieht gut aus. Mit Liebe, ne? Sonst schmeckt der Döner nicht. Mit Liebe, mit Herz, sagt er. Mein Löwe, mein Bär. Grüß an den guten Can geht raus. Wollen wir den Spruch nicht klauen, aber der ist heftig. Wie würdest du denn, mein Lieber, würdest du den Döner denn nehmen? Wie würdest du uns empfehlen? Vollkornbrot. Ich glaube, wir nehmen normal. Das normale. Und was für Soßen sagst du sind gut? Knoblauch und Curry. Beste Kombination. Machen wir. Ein bisschen Chili-Pulver. Ja, okay, perfekt. Nehmen wir den. Ah, überall anders ist das. Guck, wir kriegen eine Nummer, Leute. Und dann nehme ich den Kassenzettel noch mit, ja? Perfekt. Ich danke dir, ich danke dir. Guck mal, Leute, so lustig. Letztes Mal, wo ich bei Rui am Döner war, ich war nach einem Jahr oder so das zweite Mal da und ich habe exakt die gleiche Nummer gehabt, irgendwie 600 irgendwas damals, ne, bei Rui am, wo ich das zweite, 99, genau die gleiche Nummer gehabt. Guck mal, hier sind dann Fotos auch. Ah, hier kann man irgendwo, ich weiß nicht, wie die das machen. Ob die hier zusammen Fotos gemacht haben, dann anscheinend. Und dann wird das hier gezeigt. Wir sind hier gerade am Warten, da muss ich noch ein, zwei Kleinigkeiten festhalten.
halten. Die machen das, ihr seht das da, mega kross mit einem Messer. Hand immer besser. Du kannst variieren, du kannst es dicker machen, dünner machen. Du hast das Gefühl da drin. Als bei einer Maschine nicht. Und sehr, sehr kross halt. Die speisen da niemanden ab mit hier halbrohem Fleisch oder so. Ist natürlich auch schon mal wichtig. Ja, hoffen wir, wir kriegen gleich den Dünner. Trying to live it, part of me is tired of living. I'm just saying how I feel. Y'all be out front feelings. Big money, little money. Whatever make your day sunny. Perfekt, den nehme ich dann so. Danke, danke. Oh, dankeschön. Also hier ist er schon mal, Leute. Sieht schon mal sehr gut aus, bevor Ahmed direkt das Ruder an der Kamera übernimmt. Denkt dran, bei so einem Döner jetzt, wie am Anfang im Video gesagt, wenn ich jetzt vom Döner spreche, alles im Rahmen eines Standard-Döner-Rankings. Mit dem bewussten Gedanken, dass es natürlich ein Hackfleischspieß ist und in Anführungszeichen natürlich Standard. Aber nichtsdestotrotz, unter diesen Voraussetzungen, ein Mega-Fleisch. Ich habe mich ausgelacht. So Leute, der berühmte Sadie-Döner. Vom Fleisch schon mal sehr geil, kann ich euch sagen, so wie es ist. Wieder dieser Scheißspruch, so wie es ist. Ich weiß nicht, was wir mit der Tomate machen, aber das ist das Feeling. Ich propagiere mal die Methode bei Instagram. Schwarzbrot, Zwiebel, Tomate, Salz, Pfeffer drauf. Die Zwiebel ist von Anfang an bearbeitet. Das ist nicht einfach Tomate. Die haben da irgendwas schon drauf. Mega. Erster Biss, mega. Oh. Ich hab genau die Tomate weggelassen. Ja, Sünde, haram. Oh, wirklich gute Soßen, geile Soßen, geiles Brot, knusprig, kross, alles wie es sein soll. Ich sage euch, ich bin wirklich sehr geflasht von dem Döner. Ich glaube nicht, dass es Sadie das besser hingekriegt hätte. Auch die Soßen, geniale Kombi. Hast den typischen Berliner Flair drin. Hast aber irgendwie dieses Specialige. Füllt diese Tomate am Anfang. Die könntest du auch weglassen. Hätte auch seinen Charme. Aber für mich perfekt in dem Ding. Sehr geil. Auch irgendwie so minimalen Ketchup-Touch. Ganz im Hintergrund. Wird in den Soßen wohl mitgearbeitet worden sein. Kranker Döner. Sehr begeistert. Also ich ranke euch jetzt mal meine Standard-Döner-Ranking ein. Einfach frei raus, wie ich diese Döner habe ich jetzt eingesetzt, aus Erinnerung, so wie ich sie in einen Standard-Döner ranken würde, die es in mein Döner-Ranking nicht geschafft haben, in mein eigenes. Und dementsprechend ranke ich auch diesen Döner jetzt ein. Also in einem Standard-Döner-Ranking, dieses Berliner Ding. Weiß nicht, wie du es besser machen kannst. Doch, also, ihr wisst ja, ich bin jung, Mann. Wer weiß, was noch kommt, aber das ist echt ein Brett. Das ist ein wirkliches Brett. Und ich gebe dir 9,3 Punkte. Der ist wild. Leute, absolut, was Berliner Döner angeht. Mein bester Döner in meinem Leben. Rein geschmackstechnisch. Blende alles aus, wenn du jemand bist, dem scheißegal ist, was jetzt da drin ist. 9,3 für mich. Ein ganz heftiges Ding. Ich hoffe, euch hat das kurze, knackige Video gefallen. Lasst mich gerne wissen mit einem Daumen oben, Kommentar und dem Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal.